Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und heute habe ich den Multifunktionsdrucker, den Canon TS6350A und den TS6351A im Test. Beide Modelle sind technisch identisch und unterscheiden sich lediglich in der Farbe. In diesem Video zeige ich dir den kompletten Funktionsumfang des Druckers inklusive Scan, Foto und Dokumentendruck. Los geht's! Der Lieferumfang. Im Lieferumfang bekommen wir als erstes den Canon-Drucker und das dazu passende Stromkabel. Eine heutzutage unnötige Treiber-CD, 3 Seiten Fotoglanzpapier und die Druckerpatronen. Die Druckerpatronen sind 5 Einzelpatronen in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Dazu gibt es eine extra pigmentschwarze Patrone nur für den Fotodruck. Damit können wir also je nach Bedarf auch nur einzelne Patronen austauschen. Design und Verarbeitung. Das asymmetrische Design des Canon-Druckers ist schon etwas Besonderes und sieht meiner Meinung nach sehr schick aus. Der Canon-Drucker misst 37,6 x 35,9 x 14,1 cm, ist damit relativ kompakt gebaut und sollte auf jeden Schreibtisch passen. Wenn die Papierfächer allerdings ausgefahren sind, wird der Drucker schon deutlich größer. Insgesamt gibt es 2 Papierfächer, einmal oben hinter dem Scannerfach und eine Papierkassette im Inneren des Druckers. Darüber finden wir das Scannerfach und auf der Vorderseite gibt es ein 3,7 cm großes OLED-Display. Am Display sehen wir Status- und Fehlermeldungen oder wir können scannen und kopieren. Ein besonderes Feature ist das Papierausgabefach. Das fährt sich nämlich automatisch aus, wenn ein Druck gestartet wird. Ich finde das ziemlich cool. Darüber gibt es noch eine optische LED-Leiste, die zwar schick aussieht, aber sonst kaum einen Nutzen hat. In Sachen Design geht Canon hier neue Wege und macht so gut wie alles richtig. Mir gefällt die Optik und auch die Verarbeitung. Installation und Einrichtung. Die Installation des Canon-Druckers läuft bequem über die hauseigene Canon Print App oder über den Computer. Die Einrichtung ist insgesamt sehr einfach und es muss kein extra Account angelegt werden. Am Ende der Installation muss der Drucker allerdings ausgerichtet werden. Das dauert ziemlich lange. Nehmt euch für die Einrichtung also mindestens 20 Minuten Zeit. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt, das werde ich euch unten verlinken. Drucken, scannen und kopieren. Gedruckt wird mit bis zu 4800 x 1200 dpi bei einer Druckgeschwindigkeit von maximal 10 Seiten pro Minute bei A4 in Farbe. Ein automatischer Duplexdruck ist möglich, eine Stapelverarbeitung dafür nicht. Legen wir also A4 Papier ein und starten mit meiner bekannten Testseite. Der Druck ist sehr schnell und die Schrift ist wirklich hervorragend kontrastreich. Hier wird nicht an Druckerschwärze gespart. Grafiken sehen ebenfalls sehr scharf aus und auch hier ist das Schwarz sehr deckend aufgetragen. Bei ganz schwarzen Flächen bekommt man aber leichte Streifen zu sehen. Weiter geht's mit der Königsdisziplin, dem Fotodruck. Dafür lege ich 10x15 Fotopapier ein und drucke ein hochauflösendes Foto aus. Hier kommt auch die 5. Druckerpatrone zum Einsatz, das sogenannte Pigmentschwarz. Der Druck geht auch hier recht flott und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Alles ist schön scharf und auch farblich kommen wir recht nah an das Original heran. Das Pigmentschwarz sorgt für ordentlich Tiefe und Kontrast. Lediglich bei Farbverläufen sehen wir ganz leichte Streifen. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Gescannt wird mit 1200 x 2400 dpi über das obere Scannerfach. Der Scan geht wieder recht schnell und funktioniert immer zuverlässig. Die Qualität hingegen ist zumindest bei Fotos und Grafiken eher schwach einzuordnen. Bei Schrift ist sie zwar ausreichend, aber auch kein Highlight. Kopiert wird am besten per Tastendruck direkt am Display. Kopien gehen auch hier sehr flott und machen das Handling angenehm.
Die Qualität ist bei Schrift und Text sehr gut und auch bei Fotos und Grafiken ist die Qualität ausreichend. Hier gibt es eine gute Leistung geboten. Die Druckerpatron. Der Canon TS6350A setzt auf 5 Einzelpatronen in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Dazu gibt es extra Pigmentschwarz nur für Fotos. Neue Druckerpatronen kosten zwischen 30 und 60 Euro. Das Pigmentschwarz reicht dabei für ca. 200 Seiten. Das normale Schwarz reicht für 1500 Seiten und in Farbe kommen wir auf ca. 250 Seiten. Das kann aber wie immer durch individuelle Nutzung abweichen. Nachfüllbar sind die Patronen allerdings nicht, können aber recycelt werden. Passende Patronen verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Das Fazit: Der Canon TS6350A bot im Test eine gute Kombination aus Komfort und Qualität. Der Drucker aus der Mittelklasse bietet ein kompaktes und wirklich außergewöhnliches asymmetrisches Design, das nicht anfällig für Fingerabdrücke ist. Die Installation ist zwar einfach, dauert aber mindestens 10 bis 20 Minuten. Die Steuerung ist sehr bequem und funktioniert über das Display, die moderne App oder klassisch am Computer. In unserem Test war der Drucker immer zuverlässig und druckte alles sehr schnell. Besonders positiv hervorzuheben ist die tolle Qualität beim Dokumentendruck als auch beim Fotodruck. Die extra pigmentschwarze Druckerpatrone macht einen wirklich tollen Job und bietet ordentlich Schwärze und Kontrast. Lediglich die Scannerqualität konnte uns im Test nicht überzeugen. Ein tolles Feature ist dafür das ausfahrbare Papier-Ausgabefach. Das ist schon ziemlich cool. Insgesamt bekommen wir mit dem Canon TS6350A einen wirklich gelungenen Drucker für jedes Homeoffice und auch für Hobbyfotografen. Wir vergeben verdiente 4,6 von 5 möglichen Sternen. Alle Links zum Drucker findest du unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Weitere Testberichte findest du außerdem auf unserem Testventure YouTube-Kanal oder auf unserer Website testventure.de. Wenn ich dir also helfen konnte, dass du einen Eindruck vom Canon TS6350A bekommen hast, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder ein Super Thanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wünscht deine TestVenture Crew.